POV? Nicht POV wählen, ich kann doch die anderen wählen. Ah. Schönes Boulet haben wir heute. Heute ist Martini-Tag. Also nein, es war gestern. Martini ist der Heilig Martin, der irgendetwas feiert am 11.11. Ich begrüße euch ganz herzlich zu Schnitz und Trunder, wo wir heute das Martini-Boulet, normalerweise würden wir eine Gans machen, wir machen heute das Martini-Boulet, zubereitet. Das habe ich schon mal gewaschen. Schön überall. Jetzt habe ich es ein bisschen abtrocknen lassen. Und tue jetzt salzen und pfeffern. Sehr großzügig. Ich bearbeite das jetzt da von nach der Hand. Ich weiss, es ist ein bisschen, das ist ja immer der. Sagt mir ja immer, Boulet ist gefährlich. Aber ich weiss eben nicht, ob das wirklich noch so ist. Und das ist ein riesiges Boulet. Heute ist der Julian mal bei mir wieder im Ohr rein. Der Manuel hat heute frei. Er hat heute frei bekommen. Und wir tun jetzt das da wunderbar pfeffern. Und dann einfach Sattsalz, aber wirklich Sattsalz. Weil die Idee dahinter. Ich habe übrigens das Rezept jetzt von der Marcella Hass ein bisschen abgeändert. Die Idee dahinter, dass man das so fett salzt, ist, dass nachher die Haut auch wirklich ein trocken wird. Und sie nachher darum knuspriger sollte werden. Mal schauen, wie das funktioniert. Dann haben wir dem da noch gut ein bisschen Salz da rein. Und dann gibt es da eine kleine Penetration, sage ich jetzt mal. So. Nein, an der Haut mache ich gar nichts. Ich will nachher das damit, wenn ich sie finde, so Gott will, mit Zahnstöchchen, wie ich das zutue. Das können wir jetzt mal schnell auf die Seite tun. Den könnte ich abschneiden oder so. Und doch. Aber ich finde den eben gut zum Essen. Der ist sehr gut zum Essen. Das ist wieder ein Japaner-Zeug. Den kannst du Spiessli haben mit nur dem. Das ist ganz verreckt. Yakitori nur mit dem Chicken Butt. Oder noch den Austern. Oder. So, und jetzt habe ich hier Äpfel. Marcella Hasen würde jetzt hier zwei Zitronen rein tun, wo sie einfach einschneiden. Oder einstechen, besser gesagt. Und würde ich einfach gell ein Boulet ins Füllen hineinschieben. Und ich habe es gefunden, weil Martini ist die Füllung einfach mit Äpfel traditionell. Bei einer Martini ganz. Und darum mache ich das auch mit Äpfel. Bitte, don't bother. Die Äpfel kann man nachher entweder essen oder halt einfach sein lassen. Das sind einfach wirklich einfach schnell waschen. Das sind schöne Bio-Äpfel. Ich weiß doch auch nicht was. Ich bin einfach nie, ich bin selten am Markt. Ich müsste mich am Markt. Die kommen so Zeug. Ah. Machen wir mal einen Livestream vom Markt. Hä? Ja, der Julian geht natürlich jeden Samstag auf Hürwicken am Markt. Das ist der beste in Zürich. Weil sonst die restlichen sind. Der am Helizienplatz ist schon easy, aber ist halt so ein bisschen klein. Ah ja. So, und jetzt stopfen wir dem das einfach da hinten rein. AZ. Was ich noch habe, sind dann so ein paar Shiitake-Pilze. Die habe ich einfach gedacht, die tun ich auch noch rein. Ist im Shiitake, ja. Aber Schweizer natürlich, nicht irgendwie. Die habe ich noch von einem koreanischen Essen, das ich da mal gemacht habe. Gibt es überall mittlerweile, finde ich recht gut. Das sind auch. Sind Shiitake ist gut, eine gute Pilze. So, jetzt haben wir den gefüllt und jetzt wird der zugenäht quasi. Jetzt kommt der chirurgische Teil. So. Ja. Pilz, Äpfel, Salz, Pfeffer. Das ist, man kann natürlich da noch Kräuter rein tun, wenn man das will. So ein bisschen Majoran, so schön. Aber ich hoffe zumindest, dass das so funktioniert wie bei der Zitrone, weil bei der Zitrone läuft dann nachher der Saft aus und drängt dann das Boulet so in dem Saft rein. Und das,
Majoran, ja, das weiss ich auch nie genau, wie man den nützt. Eigentlich wollte ich einen Poulet à l'Estragon machen, aber dann habe ich gefunden, wir nützen jetzt die Gunst der Stunde, oder? Jetzt kommt da der chirurgische Eingriff. Ja, das ist schicki. Das hat da wirklich so einen Gotik-Tätowierer-Piercing-Vibe. Das stimmt. So. Übrigens, ja, ich wohne ja gerade oben dran so einem Piercing- und Tattoo-Shop und dort laufen dann immer so. Das ist Kundschaft, das ist ein Hommage an die Kundschaft. Und der Pömpel, den stecken wir einfach da wieder hinten rein. Das ist eigentlich schon. Ich habe mal eine Freundin, die hat so im Coop als Nebenjob hat sie so im Takeaway gearbeitet und dort nachher immer so müssen die Bulli stecken und denen alle Knöchel brechen. Die ist noch eine traumatisiert von diesen Schichten heimgekommen. So. Und was du jetzt machst, wir tun dann nachher den schon noch ein bisschen mit Honig bestreichen. Das war eine Idee von Julian. Jetzt tun wir den aber mit der Brustseite nach unten, das ist noch wichtig, tun wir den hier schön platzieren. Ja, ich bin so. Und das macht nichts, also das ist, du brauchst gar kein Fett für das eben, das ist das Verrückte, weil das alleine das Fett vom Poulet lange die Führung. Den Ofen habe ich auf 180 vorgeheizt und tue jetzt das einfach hier rein. Umluft mache ich nie, Ich finde Umluft für Banause, ich kann nämlich auch keine Umluft mehr. So, jetzt haben wir die Teile hier. Ah, die kommen wir eigentlich noch schnell ein bisschen dazu. Total Gourmet heute, ups. Ja, der Dimitri, hoi, schön bist du wieder dabei. Er hat eben schon Angst gehabt, sei ich gestern gewesen, dann habe ich es verpasst. Absolut treue Begleiter ist er. Jetzt fangen wir mit dem Rohkraut an. Nachher gibt es noch Knödel. Knödel, einfach Semmelknödel. Ich habe Serviettenknödel mir überlegt, aber das habe ich noch gar nie gemacht. Und dort habe ich wirklich den Schiss. Die habe ich auch nie gemacht, aber ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen weniger. Weil wenn du die Servietten ausrollst und es hebt nicht und es geht einfach alles zu einem Brei auseinander, dann bist du wirklich lackiert. Schönes Rohkraut da, oder? Rohkabis. Könnte jetzt eigentlich schnell hobeln. Ich hobble das schnell. Der V-Hobel! Der hat mir mein Bruder mir mal geschenkt, weil er so fasziniert ist von so diesen TV-Verkäufern. Ja. 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 Kilby Wetziken am Jahrmärt Baden, dasselbe, der tingelt ja wahrscheinlich von Jahrmärt und Kilby zu Kilby. Und ich habe früher mal so in der Pfadi habe ich so eine Show-Einlage gehabt, das ist so einer von meinen Characters, ist das gewesen. Also der Kilby-Verkäufer und dann habe ich mal so einen kantonalen Pfadi-Anlass, einfach, die Meidli-Pfadi hat der organisiert und die hat mir einfach einen Stand zur Verfügung gestellt, wo ich dann die Show dort mache. Aber mit gar nichts. Und ich habe mich am Anfang so ein bisschen geziemt und dann so, irgendein ist mir dann den Mut gefasst, oder? Gebracht hat es nichts, ich habe trotzdem keine Flach gelegt an dem Abend, aber gelacht haben sie alle. Ja. Lustig ist nicht alles. Du musst auch noch irgendwie gut aussehen, muskulös sein. Und da bin ich natürlich einfach. Aber wenn ich nicht mal lustig werde, dann ist es ganz traurig, wirklich. So. Das Rohkraut, da schön ein bisschen gekoppelt. Das habe ich dick gekoppelt. Finde ich geil. Das ist nicht so dünnes Zeug wie beim Krautsalat. Da habe ich jetzt Angst, dass man die Pfote schneidet. Und das rühren wir jetzt halt einfach weg. Das ist nicht. Kann ich noch zwei, drei abschneiden. So. Ja. Das ist etwas mega geiles. Preiselbeere tue ich auch rein ins Rohkraut. Ich tue noch ein bisschen Zimt noch dran. Und das ist, ich bin dann recht ein Purist. Noch ein bisschen Knoblauch. Ein bisschen Zimt. Und dann. Ich kann nicht so gern, dass es zu süß ist. Eben. Das ist. Da bin ich jetzt nicht so. Zum Ende davon. Aber easy.
Das Pulli übrigens nach einer halben Stunde etwa, muss man das dann mal erst mal wenden und dann kann man es schon ein bisschen bestreichen auf der Brust steht. Und dann kommt das tiptop. Es braucht insgesamt die Größe vom Pulli, ist einfach gar nicht so ein grosses, gell? Also wenn du nicht Bio nimmst, dann bist du dann überrascht, wie riesig die genmanipulierten Tönder-Pullis dort drin sind, ey. Absolute Anabolika-Pulli und du zahlst einfach die Hälfte vom Bio, hast doppelt so viel, aber es ist einfach nicht geil, wirklich. Ich habe da diverseste Mal schon müssen zu dem greifen, weil ich irgendwie versifft habe, dass ich Pulli machen wollte, hatte ich keine Bio-Pulli mehr gehabt und dann ist es einfach nicht, ist einfach nicht geil. Das Fleisch ist einfach nicht geil. Also, da könnten wir jetzt sagen, wenn ihr wollt, aber bei Pulli geht nichts über Bio. Das ist verkennst. Ich mache Olivenöl oder ja, Rapsöl, aber also zum Frittieren und so nehme ich halt schon das Erdnussöl, da, das mit Höfen. Sonnenblumen meine ich, nicht Erdnuss, Sonnenblumen. Aber Oliven, das ist doch einfach auch eine Lüge damit, ja, das dürfen wir nicht zum Anbröteln brauchen. Das hättest vielleicht jetzt einfach nicht gerade das irgendwie 100 Stutz, 300 Stutz der Liter Olivenöl, den ich aus Japan mitgebracht habe, müsste man vielleicht nicht zum Anbröteln brauchen. Aber der Rest, ja, wenn man es hat, wieso nicht? Ja. Genau, extra natives Rapsöl gibt es natürlich auch und das nicht zum Anbröteln brauchen, das macht durchaus Sinn und das ist dann fein, weil so das Rapsöl, das du zum Anbröteln brauchst, ja, ist halt so, einfach so, zum auch nicht wirklich, wirklich gut. So, da kommt dann noch ein Knoblauch dazu und Zinken und dann nachher wird das eben da mit dem schönen Staatsschreiber, nein, ich weiß nicht, was ich für einen Wein genommen habe. Und auch das ist so ein bisschen ein Italo-Design Rückkraut, aber ich tue es eben dort mit dem Zimt, mache ich es noch ein bisschen europäischer. Ja, das klingt ein bisschen komisch, aber so ein bisschen weihnachts-europäisch, weißt du, was ich meine? Nein, Zimt ist nicht europäisch, aber so das Rotkraut, weißt du, man, das ist das Weihnachtsgewürz. Das ist das Weihnachtsgewürz, das Zimt. Darum. Nicht europäischer ist dumm gesagt. Weißt, als wäre Italien nicht in Europa. Das ist deine Lieblingsküche, ja, europäisch. Das sagt auch niemand, aber asiatisch sagen hure viel, oder? Ja, was? Absolut alles über ein Ding brechen. Da ist noch ein bisschen Salz dazu, dann kannst du auch schön ein bisschen Wasser ziehen. Schmeckt schon einfach sehr fein. Ein Spätzle mit Rohkraut, das ist er, ja. Hast du... Wild, ja? Wild! Mal bei einem Radiosender gearbeitet, wo man jeden Herbst gewartet hat, bis die eine Beiz ihre Werbung geschaltet hat. Es geht wieder Wild! Das ist wunderbar. Ich weiß leider aber nicht mehr, wie das Ding geheissen hat. Die Beiz. Es geht wieder Wild! Ein fauchen Zaro! Weißt du, das ist eine völlige Amok-Werbung. Nie mehr ersetzt. Seit den 1950er oder so. Nein, nein. So, dann. Ja. Ja. Ah. Der Flynn 50 gewesen hat. Hallo! Und der Easy B. Also. Gut. Leasy Beasy. Leasy Beasy Lemon Squeezy. Easy. Mhm. Carla Vieira Silva schreibt 3 Fragezeichen auf Facebook. Hoi Carla, schön bist du bei uns. Und nimmst du das auch wahr? Das ist nicht so eine Kochshow, wie du kennst, wo alles schon irgendwie aus dem Vödeln rausgezogen wird, sondern wir machen alles von Grund auf aus meiner Heimküche da bei mir in schönen 8003 Zürich Wiedikon. Hä? Zwischen Autobahnausfahrt
zwischen Autobahnausfahrt und Tramdepot kocht der Balissa da wunderschön herbstlich ein Poulet. Das tönt jetzt so, das tönt so trostlos. Aber eigentlich im Prinzip ist es so. Das ist ja wie schön in Wiedeke. Tun wir da den Deckel. Der Deckel. Kommt von Deckel, Haar am Säckel. So. Und dann. Hast du gemacht, Zurteig, Brot? Da. Mhm. Ja, den Sauerteig habe ich ja eigentlich immer noch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern versprochen. Bin aber bis jetzt habe ich es nicht geschafft, einen Sauerteig-Starter hinzubringen. Es ist wirklich derbe. Es klingt mir einfach nicht. Hast du mit was für einem Mehl operierst du dort? Roggen? Beim Starter, ja, zum Füttern und so. Ja, weil es hat im Lockdown eine Zeit gegeben, wo man keine Roggenmehl mehr bekommen hat. Ganz Zürich war ausgeschossen gewesen. Also es gibt. Ja, also weißt du, es gibt irgendwie die abstrusesten Drogen, hast du noch können kaufen, aber fucking Roggenmehl hat es nicht mehr gegeben, oder? Irgendwie GHB oder so, hat es wahrscheinlich überall noch gehabt, aber. Naja. Ja, die Leute sind wieder. Sie haben jetzt aufgegeben, sie nehmen jetzt die Drogen wirklich einfach daheim. So, tun wir das schnell abmessen? Ja, ja. Einfach damit ich nicht völlig falsch bin. Okay, 360, dann würden wahrscheinlich 2 Eier etwa langen. Ja, ja. Ich kann einfach alles Brot an, das Toastbrot dran geben und so. Damit das einfach so ein bisschen. Schau mal. Ein bisschen rot vom Röhlkraut. Ein Würfel. Röhlkraut. Ein Würfelschnitt. Ich nehme an, die Schüssel jetzt kleifen, das durch. Ich nehme dafür auf ein grösseres Modell. Da. Rein. Das ist ein Scheiß, da muss ich tatsächlich diesen nehmen. Das ist noch irgendein. Naja. Das ist jetzt ein richtig. Ein Nussbrot. Ein Nussbrot aus dem. Ich weiß auch nicht von wo. Nein, ich habe mich noch nie geschnitten in meinem Livestream. Es ist mir schon shit verbrannt. Aber geschnitten habe ich noch nicht. Ich glaube, das Stückchen sollte schon noch ein bisschen. Ich glaube, es sind eben genau die, die dann nachher nicht. Es sind dann genau die, die es nachher nicht richtig auflöst in der Milch. Ja, mal, es geht schon. Jetzt machen wir da die Knödel. Die sogenannten Knödel. Du, jetzt habe ich da. Gibt es eine neue Fernsehserie da auf dem SRF, da, Friede? Hast du von der gehört, da, Friede? Ja. Ich habe gestern die erste Folge geschaut und nachher bin ich pennen. Es ist. Ja, weißt du, ich kann nicht so viel sagen. Meine Freundin kennt natürlich viele Schauspieler, die dort mitmachen und so. Und dann muss man ein bisschen säuferlich. Aber also, es ist dann eben schon ein bisschen schweizerisch. Es muss ja auch schweizerisch sein, aber jetzt, ich meine, die Materie ist recht spannend, weil es geht um jüdische Flüchtlinge, die da hinkommen nach dem Zweiten Weltkrieg und so und dann hier in der Schweiz aufgenommen werden und eigentlich gar nicht mal so gut behandelt werden und so. Und dann so ein Direktor von einer Fabrik und so, wo dann nachher die eine die, Tochter von ihm heiratet, dann so eine. Ja, ja. Das ist so ein bisschen. Und noch so einen so traumatisierten. Es ist so etwas zwischen Film-Noir, Heimatromanze und Wirtschaftskrimi und Flüchtlingsdrama. Also. Hat sie. Mitbewohnerin von Julian hat das durchgepinscht. Ich müsste wahrscheinlich auch noch weiter schauen. Ich glaube, es ist. Ich tue dem. Ich weiß
weiß auch nicht. Ich finde es, ja, wahrscheinlich tue ich dem Unrecht, der Serie. Wahrscheinlich ist die, der Pilot einfach so ein bisschen, ja, muss man natürlich einfach mal alles ein bisschen erklären, wer ist und so. Von der Machart. Cool. Zwei, drei so. Ja. Ja. Filmmaden. Ferienwurm und Filmmatte. I feel you. Facebook. Ja. Das andere noch. Das andere. Novella fragt auf Facebook, wieso dass man den Julian nicht hört. Das stimmt, das ist ein bisschen komisch, wenn ich einfach eine Diskussion habe nur mit ihm. Darum müsst ihr auch kommentieren, Sandro. Das ist der Grund, wieso dass man ihn nicht hört. Damit wir euch eine Stimme geben können. Nein, lass jetzt. Ich mache das hier aus der Küche und dass irgendwie technisch jetzt noch der Julian irgendwie da in den Stream reinkommt und man ihn dann auch noch hört und so, das ist... Es ist ein bisschen... Ja. Es geht jetzt einfach nicht mit unseren bescheidenen technischen Möglichkeiten. Aber du hast was wirklich total recht, Sandro. Das ist wirklich komisch, bei einer Diskussion nur jemanden zu hören. Darum probiere ich so gut wie möglich, das auf einen bizarren Monolog, wie ein Psychopath, auf einen bizarren Monolog irgendwie abzubringen. Aber es funktioniert mir halt auch nicht immer so gut. Also. Also, jetzt machen wir das Brot. Tun wir das noch schnell rein. Ich hoffe, es funktioniert mit diesen Knödel. Was heisst Knödel? Das heisst schon Knödel auf Deutsch. Der Julian meint, das heisst nicht auf Deutsch nicht Knödel. Klöße. So, jetzt machen wir da etwa, ich hätte etwa 300 Gramm, ich würde jetzt etwa 3 Deziliter Milch, glaube ich, hat es etwa geheissen. Du, ich glaube, mehr Eier ist nie verkehrt, dann haben sie sicher. Ich mache vielleicht doch 3 Eier rein. So. Also jetzt nochmal schnell, eben, wir haben die Knödeldiskussion jetzt da schnell können klären. Ein Klops am Kloß ist Nord-, Mittel- und Westdeutschland. Knödel ist Süd-, oh, jetzt ist eine Kamera, aber okay. Knödel ist Süd-, Knödel ist, oh, ficken. Ist Süddeutschland? Nein! Mal! Knödel ist. Südtirol. Ja, okay. Klops ist Nordostdeutschland mit Fleisch, ja. Königsberger Klopse! Das wäre auch mal etwas, was man machen kann. Der Julian redet von Blutklößen. Was ist das? Ah, das ist eine Blutwurst, ein Blutwurstknödel. Mit frischem Schweineblut. Klöße mit frischem Schweineblut. Und Fett wahrscheinlich. Und Brot. Blutknödel. Aha. Michel aus Lüneberg, ist das das mit dem Cepito? Nein, dem von nicht. Was ist Michel aus Lüneberg? Ist das von der... Was ist das? Ist das auch von dem Ding da, wo Pippi Langstrumpf Anstrid Lindgren, oder? Genau.
Ja. So. Der Chef himself hört zu oder schaut zu und hat gesagt, er freut sich über ein Gericht aus seiner fränkischen Heimat. Das ist ja so ein Ort, wo man in der Schweiz gar nicht richtig weiss, wo man den muss hin tun. Franken. Ja. Was hat das mit den Franzosen zu tun, damit die Franken? Oder, also ja, wenn ein Gebiet schon so heisst wie unsere Währung, dann... oder? Ja. Nein, sag ich. Ja. Ja, weil die gehören nicht richtig zu Bayern und nicht richtig zu Deutschland. Ich glaube, das ist das Problem bei diesen Franken. Darum haben die so ein einen Elsass-Komplex, ja. Der Sandra fragt, wie bin ich zum Kochen gekommen? Ich bin irgendwann ausgezogen von daheim. Ich habe nicht immer können, nur einfach Pizza und Burger fressen. Ich muss irgendwie kochen. Und dann habe ich das angefangen, hat das gar nicht, so ist das gar nicht mal so ein Scheiß gewesen eigentlich. So bin ich zum Kochen gekommen und dann nachher hat die Stelle ausgeschrieben gehabt, bei Galaxus, wo sie einen gebraucht haben, der kochen kann, aber auch Journalist ist. Und Journalist bin ich und das kann ich wahrscheinlich auch. Und kochen dem Fall auch. Und dann habe ich die bekommen. Jetzt tun wir da die Zwiebel. Sürströmming gibt es ein Video auf YouTube. Wenn ihr schaut, der hure Gammelfisch da aus Schweden, das ist wirklich das Hässlichste. Und sonst bin ich eigentlich recht schmerzfrei. Also weißt, ich muss nicht unbedingt wahnsinnig viele Innereien essen und so. Aber also ich habe diverses schon probiert. Gerade in Japan hat es mir in Fisch eingeweihte, fermentierte, 2 Wochen bei Raumtemperatur fermentierte Oktopus. Ist das so etwas, was ich dort probiert habe, das gar nicht so schlecht war. In Japan. Das heisst Shiokara. Shiokara. Es klingt wirklich sehr absurd, das Shiokara, und es ist einfach dann wirklich auch gut. Also der Japaner, es hat eine komische Konsistenz zum Draufbeissen und es wird dann immer so mit einem Glas Sake serviert, weil auch der Japaner ein bisschen Mühe hat, das dann so drauf zu catchen und dann kommen dann teilweise kommen so ein bisschen kötzelige Geschmäcker kommen rauf. Aber es war irgendwie viel besser gewesen, als ich mir gedacht habe. So Zeug. Aber ich finde halt alles geil, wenn es eingelegt und fermentiert und halb am Verrotten ist. Aber der hure Gammel, dort habe ich eigentlich Mühe gehabt. Ich glaube auch falsch gegessen, weil du musst ihn wirklich, glaube ich, zuerst noch abspülen. Und das habe ich nicht gemacht. Also musst du zuerst mal noch schnell im Wasser abspülen und dann sage ich, glaube ich, schon easy. Eingeleitete 1000-jährige Eier, ob ich die schon mal gegessen habe, heisst es, die Sprache, nein, noch nie. Und ich kann eben Eier nicht gern. Also, mal, ich kann es schon gern, aber, also, ich kann es mittlerweile essen, aber ich habe nie Eier gegessen. Darum ist das noch so ein bisschen etwas. Dann könnte man mal machen, 1000, ja, eingeleitet, also, die sind nicht 1000 Jahre eingeleitet, aber die sind irgendwie, die heissen einfach so, die sind irgendwie so verbuddelt. So chinesische Dinger sind das, oder? Nein. So, ich habe da noch ein bisschen Peterli und ein bisschen... Es hat geheißen, man müsse sie raffeln, Zwiebeln. Ich sehe den Sinn von dem Raffeln eigentlich nicht wirklich, aber... Fair enough. Ich habe Zwiebeln vorher nicht geraffelt und jetzt tue ich die da ein bisschen andünsten. Es hat im Rezept geheißen, ich soll die raffeln, darum habe ich die geraffelt. Ich bin damit sehr... Ich bin sehr Rezept... hörig, so, ja. Voll. Ja, das andere ist da etwas auf der Spur, und zwar welcher Idiot hat einen Fisch ursprünglich mal vergraben, den vergammeln lassen, ausgraben und denkt, weil es schmeckt ja wirklich auch wie so, es schmeckt effektiv wirklich wie so ein Pissoir auf einem nicht sanierten Bahnhof,
wo seit zwei Wochen nicht mehr geputzt wurde. Grauenhaft. Und das dann zu essen, das ist schon, ich meine, da musst du wirklich verzweifelt sein. Da musst du wirklich verzweifelt sein. Ich habe einfach wirklich nicht mehr zu fressen kann, dachte, also komm, dann verrecken. Hat jemand mal einen Fisch vergraben, komm, den graben wir jetzt aus und schauen mal, ob es gut ist. Lustig ist im Fall in Japan, das habe ich dort leider nicht gegessen, das werde ich unbedingt nächstes Mal essen, aber es gibt es eigentlich fast nie, nicht nur an einem Ort. Aber das ursprüngliche Sushi ist genau das gleiche, die haben auch einfach in so warmem Boden rein, haben den Fisch mit Salz vergraben und den dann ausgepackt und so eine Woche später gegessen. Ich weiss nicht mehr genau, wie das heisst, das wollte ich eigentlich unbedingt essen, aber das findest du, in Tokio findest du fucking alles, aber das findest du nicht, das ist schon ein Derb. Du findest wirklich alles, aber das nicht. Es hat einen Jog. Du musst irgendwie in so eine Provinz im Land raus. Und es hat einen Yokohama einen gegeben, der das gemacht hat, aber der ist sicher zugehört. Der musste zumachen. Habe ich, also, der hat zugemacht, als ich da war. Das ist das Einzige, was mich anschiesst, dass ich nicht halt probieren konnte. Aber weißt du, und so bei Bibeli aus dem Ei, dort bin ich dann raus. Das würde ich jetzt nicht probieren, zum Beispiel. Das finde ich so ein bisschen. Wobei vielleicht. Schafskopf habe ich noch nie gegessen, aber Schafshoden habe ich mal gegessen. Das war auch nicht geil. Schafshodeninsult. So, jetzt habe ich die Milch hier ein bisschen aufgewärmt und tue die hier so schön da ein bisschen verteilen. Und dann würde ich das einfach ein bisschen ziehen lassen. Ich glaube, das ist dann da. Also vielleicht ist es so. Ja, ich gehe immer auf Vollmilch natürlich. Bei so Kochsachen, wenn es vor allem. Wenn es so aus Deutschland ist, das Gericht, dann ist keine Frage, ob das voll oder mager oder was ist, oder? Ich nehme einfach immer Bio-Wiese. Ja, die Wiesenmilch. Da. Bei nächster Gelegenheit bekomme ich von meinem Chef für Schulung ins Wesen von den Franken, das ist gut. Frankenthal, da wüsste ich schon weiter. Aber Franken selber. So, jetzt tun wir das da ein bisschen untereinander machen. Und dann hoffe ich, es ist genug Milch. Vielleicht tue ich noch. Nein, vielleicht ist es wirklich ein bisschen zu wenig. Ich tue noch mal gerade ein bisschen. Gib mir gerade noch mal schnell einen. Vom Schiff aus. He. Machen wir gerade noch mal schnell zwei Dezi hinten. Ja, das Gute ist an dem Gericht, oder? Jetzt können wir dann das Bullen. Können wir jetzt das erste Mal wenden. Und dann. Ja, das wird jetzt das erste Mal gewendet. Moment. Und dann. Das da können wir jetzt eigentlich auch das hinzugeben. So. Das Gute an dem Gericht ist, man kann eigentlich alles schön Nadis nachmachen. Ich könnte dann auch ein bisschen aufräumen Nadis nach, mache ich aber nicht. Schiss mich an. Funasushi, ja genau. Funasushi, ja genau, so heisst es. Sandro hat es gefunden, danke. Funasushi. Ja, jetzt sieht man langsam, dass es Knödel werden, oder? Knödel. Ja, die sind schon noch ein bisschen, da muss man schon noch ein bisschen, ich muss da noch mal gerade ein bisschen, oder? Es hat da noch zwei, drei harte Stücke drin. Herzbrot ist nicht hart. Gar kein Brot ist hart. Ja. der Julian hat mir einen kleinen Exkurs von seinem Stiefvater gegeben, der ihm das immer gesagt hat. Ich glaube, das ist auch, wird so, bei Religionslehrerinnen, wenn deine Mutter Religionslehrerin ist, wird der Spruch wahrscheinlich an mich auch kommen. Das ist so ein bisschen das Mädchen für so Sprüche. Mir ist heute noch ein Witz in den Sinn gekommen, wo ich, also ich habe sogar erfunden. Was ist ein Tintenfisch mit Alkoholproblem? Ein Oktosuff. schlechter Witz, ja. Ja, sorry, was kann ich dafür? Ich bin um 7:30 da posten, damit ihr eine Kochshow habt. Ich habe das Gefühl, ich könnte ja noch irgendwie Gags schreiben nebenbei. Nein! Was habe ich mir fast überlegt, für die Drecks-Piss-Fasnächtler Mehlsuppen und Zwiebeln-Meien zu machen, aus Freude, dass ihre Fasnacht wahrscheinlich wieder ins Wasser geht, zumindest die Elfte. Sorry, wenn ihr Fasnächtler sind, sorry.
nicht mein Fest. Ich finde, man muss durchs auf. Und nicht nur einfach am 11.11. und während der Fasnacht dann sagen, aber komm, lass doch unseren Spass und so. Nein! Zum Glück bin ich ja auf Zürich geflüchtet. Ich bin aus einer katholischen Gemeinde, da ist zwinglianische Zürich, damit man keinen Spass hat! Ja. Genau. Nur die Reichen haben Spass. Oder Bonzenfasnacht. Und die Armen rühren noch Blümchen an, oder? Nein, du ehrlich. Gesagt dir eins. Also die es nicht kennen, da in Zürich gibt es ja so etwas wie eine Fasnacht auch, einfach nur für die Reichen. Es nennt sich 6 Leute. Und es ist eine absolut grauenhafte Veranstaltung. Einfach auch nicht mehr zeitgemäss, oder? Die haben ja, glaube ich, nicht mal irgendwie eine Frauenzunft. Es gibt eine, aber die ist nicht offiziell... Die ist nicht offiziell, glaube ich, am Starting. Ich meine, du bist ja... Hurra. Wieso, dass man das Frauen dann wollen mitmachen und nicht einfach sagen, ja, weißt du was? Ja, nein, das ist schon klar, das. Wo soll denn... So, jetzt kommt es gut. Jetzt haben wir da... Ja. Ich muss jetzt da noch ein bisschen ziehen und noch ein bisschen socken. Wo soll denn Frau Fiala irgendwie ihr Netzwerk weiterentwickeln? Wenn nicht in dieser Zunft, oder? Braucht es doch eine Frauenzunft, oder? Ja, der neoliberale Plausch. So. Nein, wir wollen ja nicht politisch werden. Jetzt wollen wir schnell das Pulli anschauen. Da. Ja, es kommt schon wunderbar. Herzbrot ist nicht hart, nur kein Brot ist hart. Fuck, ja. So. Jetzt tun wir da schnell. Ihr wisst ja, oder? Ich als langjähriger Soldat von der Feuerwehr Wettigen hat ja verdienter Soldat von der Feuerwehr Wettigen kein Brand gewesen. So, jetzt haben wir das da. Ich nehme das einfach mal. Oh, ja, da klebt jetzt da. Oh, jetzt haben wir es mal hören. Jetzt kommt ein kleines Mal hören. Oh, Moment. Es sind das nicht gerade, was ich da mache. Ja, das geht jetzt nicht. Das ist eine absolut riskante Situation jetzt hier. Ich gehe nicht auf die Heizung, da sieht man meinen Arschspalt. So. Da. Jetzt habe ich das gekriegt, da, das Pulli. Ich sehe, jetzt kannst du wieder ruhen. Jetzt sieht man es, glaube ich, oder? Jetzt kommt der Vogel wieder da rein. So. Jetzt tun wir den auf 180 Grad. Ja, ich glaube noch so 20 Minuten. Nachher fange ich dann mal so ein bisschen an bestreichen mit dem. So, und jetzt kommt eben die grosse Frage, ob ich die Klöße da anbringe, ob das echt gut kommt. Kann ich wieder runter tun. So, das ist ein schöner Einkochen, der macht nichts. Die Milch haben wir jetzt, das ist jetzt halt die Milch. Da kann man sich jetzt noch Golden Milk damit machen. Das ist wahrscheinlich so etwas, was der Julian sauft, aber nur mit Hafermilch. Golden Milk, aber nur Hafer. Ich habe schon letztes Mal lernen. Oder frisch von der Kuh, aber dann nicht Kurkuma, einfach in der Wärme von der Kuh ein bisschen ziehen lassen. Ich habe ja letztes Mal schon ein bisschen Demeter Kurkuma der Kühe gefüttert und dann schiessen die goldige Milch. Also, ja. Sie einfach rauslassen, ja. Dann noch ein bisschen Milch dazugeben. Es hat immer noch 2-3, die noch nicht richtig. Es sind wirklich 2-3 sind mir noch ein bisschen zu hart, aber... Naja. 2-3 bleiben hart und geben dir keine Lohnerhöhung da in der Privatwirtschaft. Das ist wie bei den Chefen, oder? Aber ob das denn gut kommt, ob man nicht einfach die Eier hätte sollen dazu. Nein, komm, das zieht schon noch ein bisschen. Das kommt schon gut. Slow cooking. Mal ein bisschen Pfeffer kann man da schon mal.
Ich kann. Ja. Jetzt kommt die Frage auf, ob ich Tonkabohnen kenne. Das sagt mir irgendetwas, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie. Warum? Das ist jetzt gross. Jetzt hat Julian Tonkabohnen bestellt und er sagt, es schmeckt nach Vanille, Lakritze und irgendetwas. Man weiss nicht, für was bestellen, für was brauchen. Für was braucht ihr da aussen Tonkabohnen? Schreibt mir einen Kommentar bitte. Tonkabohnen. Mir ist nur noch der DJ Tonka ein Begriff, wenn ihr den noch kennt. Das ist mal das so Ende 90er, Anfang 2000er, hat der so ein bisschen Haus aufgelegt und es war dort ein grosser Name gewesen, da ein Deutscher irgendwie. DJ Tonka ist nicht erwähnenswert. DJ Tonka, du. Nein, Tonkabohnen weiss ich nicht, für was dass man die bräuchte. Absolut keine Ahnung. Das andere sagt, das andere Novella weiss es, super klasse. Oder vielleicht das. Tonkabohnen. Ah, da haben wir. Schneiders Ramon hat dann ein Tonkabohnenglas. Glassene. So, die haben wir jetzt da so noch ein eingeschnitten. Das ist einfach die, die zu gross waren, habe ich mir da noch schnell. Und jetzt kommt der grosse Moment, wo wir das vielleicht irgendwie hoffentlich zustande bringen und vielleicht verreckt es auch. Man muss einfach. Das Bulle dann ohne Beilage essen, aber Also das Rohkraut funktioniert ja, aber. Ja, mach ich jetzt gerade. Das ist locker. Das hockt mir da. Ein indisches Gericht, ja, würde ich sehr gerne mal machen. Butter Chicken, also nicht Butter Chicken, ist nicht indisch, sondern so UK-indisch, aber ja. Aber dann, ja, dann mit einem ganzen Poulet. Übrigens wollte ich euch auch noch sagen, dass Sandro findet, man soll ein indisches Gericht machen, hat er absolut recht. Ich kaufe aber keine Poulet-Teile mehr so. Ich kaufe nur noch ganze Poulet. Es schießt mich an, ich finde es nicht geil. Poulet, nur Poulet-Flügel oder nur Poulet. Weißt du, nur Poulet-Brüschli kaufen, das ist ein absoluter Unsinn. Weil der ganze Rest des Poulet, der wird einfach da bei uns dann nicht gleich verkauft. Das heisst, die schiffen das auf Ghana ab. In Ghana hat dann nachher der Poulet-Bauer, macht man seinen Preis kaputt, weil der bekommt nicht mehr das, was er eigentlich müsste haben, damit er rentabel Poulet züchten kann. Weil wir Schweizer gefrorene Poulet-Schenkel dort anschicken und dafür noch ein bisschen Cash bekommen. Das ist so ein bisschen. So funktioniert unsere globalisierte Welt. Globalisiertes Kochen. Ja. Soll ich das da schnell aufkochen? Jetzt habe ich natürlich. Ja, das habe ich jetzt natürlich falsch gemacht. Da hätte ich jetzt natürlich müssen. Er hätte jetzt natürlich viel früher müssen. So, jetzt kann man das da. Ja, ich habe das Wasser gespart. Das spart auf der Härte, aber das macht nichts. Schau mal, wie das Rohkraut da. Es ist noch nicht so zusammengefallen, wenn ich das will. Kann man aber noch mal ein bisschen Wein geben. Einfach damit. Nein, Rohkraut braucht immer eine Saulänge im Fall. Das ist. Ich weiss wieso, was meine Mutter den Topf nicht mehr wollte. Sackmässig heiß gibt es da. Nein, es ist Emalco, irgendwas auch nicht. Das ist jetzt ein bisschen Stahl. Naja. Grösette, ja. Nein, aber easy. Also weißt du, ich habe gesagt, im Viertel ab, 20 ab, etwa ist das. So, jetzt machen wir da schnell ein bisschen Honey Glaze, oder? Ein Honey. Das tun wir da rein. Das waschen wir da schnell ab. Jetzt habe ich
habe ich Zeit. Ich auf. Jetzt machen wir hier einen Honeyglaze, aber ganz, also wirklich simpel. Einfach da schnell ein Honig rein. So. Und zu wenig Wasser. Ups, das war ein zu viel. So. Das ist jetzt die Idee von Julian, die mir im Ohr drin ist. Der hat gedacht, wie findest du das noch ein bisschen bestreichen mit Henny? Oder? Darum mache ich das jetzt. Weißt du, ich höre auf meine Pappenheimer. Jetzt da der Henny-Glaze, du Apple-Mann! Maple-Henny! Also, was muss auch immer der ganze Scheiß immer irgendwie. Heute irgendetwas gehst du posten und muss alles immer noch mit Maple, Honey, Mustard, Glaze, Scheiße. Weil man das irgendwie mal in Brooklyn 2016 irgendwie herausgefunden hat. Ja. Yeah. Der Julian sagt mir da im Urgat, er fähige die Schnurren voll von dieser Amerika-Orientiertheit und darum orientiere er sich einfach viel mehr am Osten. Sprich, man muss schon mal China aufs Programm nehmen. Und da gibt es so viele verschiedene Küchen, da kannst du eigentlich dich... Also ich meine, China ist irgendwie grösser als ganz Europa von der Fläche her und wir haben ja irgendwie Französisch und Deutsch und Englisch und Italienisch, Spanisch und so. Ich habe das Gefühl, die haben das dort nicht. Dort hat jedes Dorf ein anderes Hauptgericht. Das ist ja das Geile, oder? Darum finde ich, das ist dann auch immer das. Du, ich habe so gerne Asiatisch. Ja was? Ja Asiatisch. Ja was? So. David Chong sagt mir gerade nichts, ne? Ja. Nein, asiatische Küche ist tatsächlich... Also eben asiatische, es gibt Sachen, die ich einfach nicht... Ich bin nicht so ein... Es gibt so die Thai-Gerichte, die man bei uns bekommt, überall. Da fahre ich jetzt nicht so drauf ab. Aber auf der anderen Seite verrecke ich ab koreanischem Essen und so, oder? Also es ist auch... Und auch in einem gutes Chinesisch, das authentisch ist. Ich habe einen Kollegen, dem seine Frau ist Taiwanesin und die macht so... Er schaut vielleicht jetzt gerade zu. Liebe Grüße, Alex und Dominik. Sie macht so Führungen für chinesische Reisegruppen. So, in der Schweiz. Und die wollen natürlich dann auch die, mal ein Fondue essen, aber sind dann auch zufrieden, wenn sie wieder ein bisschen Essen bekommen wie zuhause. Ich nehme jetzt an, das war nicht rassistisch, wenn ich jetzt das gesagt habe, oder? Okay. Und dort braucht sie natürlich dann China-Restaurants, die auch wirklich legit authentisch sind. Und darum tue ich immer nur den Alex fragen, was gerade der letzte Schrei ist, wo das Dominik jetzt gerade ihre Reisegruppe wieder ranführt. So alle Jahre, und das September nachher weisst du auch, wo das wirklich echt chinesisch ist, quasi. Mich nimmt es wund. Aktuell habe ich keinen Tipp. Nein, das ist ja wirklich. Ich habe der letzte ist vor etwa einem Jahr gewesen. Das kann ich dir so nicht mehr sagen. Das müsste ich dann nachschauen im Fall. Ich habe doch so viele Reste da. Ist auch schon irgendwo in Zürich. Aber das ist natürlich nicht die ganze Schweiz, sondern dann werden die. Dann wird der Chines da natürlich von Luzern wird der auf Schaffhausen gekarrt, wenn er das ins Fressen selber bekommt, oder? Also. Dem geht es natürlich nicht darum. Dass er einfach etwas im Magen hat, oder? Der will sein fressen und nur das. So. Kleine. So. Tut mir leid, kleinen Exkurs in Rassismus. Das ist alles nicht. Das ist alles. Wir haben es lustig, das ist alles nicht so gemeint, gell? Wir haben es nicht so gemeint im Fall. Lachs, die Scheiße, jetzt muss man nicht eier. So. So.
Ja. Ja, ich hätte eigentlich noch wollen, ich bin abgefragt worden für Diversitätsgruppen vom Digital Galaxus, aber seit der Stream da ist, hat mir irgendwie niemand mehr. Nein, ist gut. Mir geht's auch einfach darum, dass ich dort wahrgenommen werde, oder? Dass endlich mal... Ja. Jetzt ist echt die grosse Frage, ob das echt gut kommt, aber es sollte, glaube ich, schon. Ja, ich denke schon. Ich meine, es ist ja dann nicht mehr als irgendein Spätzli oder so, gell? Das bindet dann da mit dem Ei schon zusammen. Das kommt schon easy. Mal hat es im Brot und das hat es jetzt eigentlich nicht... man kann noch ein bisschen Brösel. Man könnte noch ein bisschen... Ich tue vielleicht noch ein bisschen Brösel dran, weißt du? Also Panko. Hast du denn gewusst, dass... Panko ist ein spanischer Paniermehl. Pan heisst auf Japanisch Brot. Und Ko heisst whatever. Keine Ahnung, was das heisst. Aber das ist ein kleiner Diskurs am Rand. He? Zu Panko. Panko. Ko heisst wahrscheinlich Brotstücke oder so. Brot. Nein, nicht Karusbrot. So, jetzt da schnell schauen. Ah, ja, ich sehe da. Ja, die Eier runterzurühren war jetzt nicht die beste Idee gewesen. Darum braucht man vielleicht wirklich noch ein bisschen Panko. Jetzt ist der Teig natürlich ein bisschen zu flüssig. Habe ich das Gefühl. Muss schon so ein bisschen etwas... Muss schon so ein bisschen dicke sein, ne? Ja, wir schauen jetzt mal. Wie gesagt, das ist das erste Mal. Hast du überhaupt jemals Knödel gemacht, Julian? Haben die schon mal Knödel gemacht? Ah. Julian, seine Mutter ist Salzburger. Süße und salzige gegeben. Ah, Marillenknödel! Ja, das ist natürlich ein Topfenknödel. Marillenknödel. Kann ich da noch ein bisschen Panko rein? Das habe ich so. Ja, nur weil ich einfach irgendein Brot rein tue, wo irgendwie Semmelbrösel draufsteht, sondern Panko, ist das noch kein Fusion. Könnt ihr euch alle wieder ein bisschen könnt alle wieder ein bisschen eure Basis chillen da. Ja, ich glaube, ich weiss nicht genau, in was für eine Konsistenz das mein Ziel ist eben von diesem Knödelteig, aber ich glaube, ja, jetzt kommt er dann wahrscheinlich schon. He? Unser Kulinariker, der Sandro, was Panko wird mit Elektroden unter Strom gesetzt, sagt er. Leg. Leck vom Arsch. Dass er zwischen Elektroden wird das Panko irgendwie herrscht, das verreckt schon. Das ist natürlich, dass die Japaner wieder irgendwie so anders machen müssen, dass es... Nein, wir machen es! Kennst du, schau mal, das ist ganz easy, du kannst hier einfach Brot fertig machen, noch im Ofen, noch ein Brot. Nein, wir machen es besser! Ah. Naja, Vorsprung durch Technik, ja. So, jetzt haben wir da. Ja, jetzt kommt das, glaube ich, gut. Jetzt bin ich zufrieden. Ich nehme an, der andere ist im Homeoffice, aber vielleicht ist er auch ein wahnsinniger Japan- und Food-Afficionado, weißt du? Vielleicht ist er auch der, der mir unter meinen wunderbaren Reis unter kommentiert hat, und ich mal gesagt habe, und dann noch gesagt hat, das ist eine Reissorte, die gibt es erst etwa 30 Jahre. Als ob das andere war. Das ist schon möglich. So! Jetzt kommen wir da. Ich glaube, jetzt ist der Teig da gut für die Knödel. So, jetzt können wir hier mal schnell noch ein bisschen abwaschen, die Küche machen. Wir haben alle Freude, dass es ein bisschen aufgeräumt ist. Vor allem Martin Jungfer, gell? Ich schaue aber ja, seit er da unser Chef ist, nicht mehr so viel zu. Hat ein bisschen nachgelassen mit dem Zuschauen. Vielleicht auch, weil es so viel zu tun gibt bei uns.
Aber das beste Ross im Stall kocht ja jeden Mittag in der Küche. Da kannst du mal hineinschauen. Sorry, da bin ich nicht. Der Bäcker. Ich mache es im Ball auch gut. Weniger Energieverbrauch. Aber der Japaner ist eigentlich, also das dunkt mich eigentlich noch ein bisschen komisch, weil ich glaube, es gibt niemanden, der so gerne Energie einfach verschleudert wie Japaner. Das Konzept vom Heizen und vom Kühlen steht in einem Gerät, aber das Konzept vom Dämmen hat man einfach noch nicht erlegt. Das heisst, du kommst im Sommer in eine verdammt heisse Wohnung rein und dann blasest du zuerst mal mit 18 Grad kalte Luft um den Grimm, bis es angenehm ist. Und dann dasselbe im Winter. Dann ist halt minus 2 draußen, dann ist auch 1 Grad in der Wohnung und dann blasest du einfach in 40 Grad warme Luft da drin, die nicht mehr schön verpufft. Also das mit der Energie dunkt mir jetzt ein bisschen spässig. Vielleicht hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass das mit den Elektroden nicht einfach irgendein so ein Furz ist von so einem Elektrotechnik-Student. So einen nice an einer Studentenparty, schau jetzt machen mit Elektrodenbrot, sondern dass es wirklich brauchbar ist. Das hat es doch immer gegeben. Ich habe in Winter studiert und dann am Tech hat es so Partys gegeben und die Elektrotechniker haben dann so Hotdogs, haben sie dann so mit diesen Elektroden irgendwie gekocht. Das war immer der Brenner gewesen dann. Also Brenner. Hast du eigentlich gesehen, noch wie gut ist. So, jetzt. Gut. Ja. Ja, im Gegensatz zu der Kunst, die haben die einfach keine Drogen genommen, sondern haben einfach Elektrotechniker ihre Drags gehabt. Wobei der Kunst, da habe ich eine grauenhafte Sache gesehen, also wirklich ganz ehrlich. Da musst du jetzt wirklich sagen, wie kommst du durch? Mit einem A4 Blatt, schwarz-weiss, ein Text draufgeschrieben und das ist deine Abschlussarbeit. Wirklich. Das ist... Ja, ja. Wahrscheinlich ist noch eine 36-seitige Arbeit dahinter, die aber nicht ausgestellt ist. Thesis ist wichtiger, als dass er dann rauskommt. Ja, ja. Aber du hast nicht mehr gute Aperos. Es gibt auch immer warmes Bier. Und so ein bisschen süßer Weisswein, der etwas zu wenig kalt ist. Das ist so ein bisschen Kunststudenten-Abschlussarbeit-Vernissage. Also, du, wir brauchen im Fall noch 3 Kisten Weisse. Kannst du noch einen Denner? Und dann nachher ist der aber überhaupt nicht kühl oder so. Stell ihn noch ein bisschen raus. Es ist 18 Grad aus. Nützt nichts. Das ist dumm, Kunststudenten-Vernissage. Auch für die das nicht kennen, damit man das ein bisschen einordnet. Und dann auch irgendwelche Studienrichtungen, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe, dass es überhaupt gibt. Wobei, es kommt mir jetzt... Ja. Human Interaction Society Studies. Ja, weißt du, ich habe den Master in Trends and Human Interaction Identity Studies gemacht. Ja, das ist so ein bisschen, weißt du, wie der Mensch halt und was er so ein bisschen in der Umgebung. So, was? Kannst du mir sagen, was er macht? Ja, das, weißt du. Ich lieb's. Viel mit sozial und aber auch ein bisschen gesellschaftskritisch und so, weißt du? Viel mit sozial. Was willst du noch etwas machen? Ja, so, etwas mit Medien in die Richtung. So, fuck you! Ja, ein bisschen etwas mit Medien, so. Sonst weisst du, ich will schon ein bisschen Geld verdienen. Also ich will nicht einfach ein brotloser Künstler bleiben. So, machen wir da noch ein bisschen Honey Glazes. Glazing, oh. Zeig mal, sieht man es jetzt von der... Oh, schon einmal. Okay, ich stehe da wie irgendwie. Ja, wie eine schwangere Bergente. So. Was wir jetzt mit dem Püle noch machen, da läuft es natürlich schon das Fett, das zusammen so mit ein bisschen Äpfelsaft da. Jetzt tun wir. Beisten, das ist das. Ich das jetzt ein bisschen aufdrehen, damit es wirklich noch schön braun wird, nochmal 20 Minuten etwa. Und dann hoffen wir jetzt, die Knödel kommen gut. So,
müsste jetzt eigentlich jemand schon mal kochen. Ja, ja, aber ich meine, Knödel gehen über 20 Minuten, meint's. Mein. Ja, ja, aber das ist ja easy. Schaffen wir schon. Die sollten ja auch nicht voll im kochenden Wasser drin sein, gell? Das ist ja auch noch. Da musst du noch so wissen. Wir probieren jetzt mal eins. Ich probiere jetzt mal eins Knödel zu machen. Mit nassen Händen. Mal schauen, ob das gut kommt. Hey! Sieht nicht so schlecht aus. Hä? Was meinst du? Ja, so zwei, drei Pumpelstückchen umfluten, das wäre jetzt irgendwie... Nein, kann man es wirklich zusammendrücken? Nein, ja, das bringt eben auch nichts. Ja, ja, nass, ja. Mit zwei Esslöffeln, ich weiss. Ja, komm, ich mach's wieder mit nassen Händen. Es tut mir leid, ich tue wieder verkackt. Danke, Julian, für den Tipp. Mit nassen Händen natürlich. Ja, immer nasse Hände, oder? Das Wasser ein bisschen laufen lassen. Tut mir leid, sieht nach Wasserverschwendung aus. Ist es auch. Ganz ehrlich, aber ich... Nein, ja, so. Du, ich mag nicht mehr. Nein, sie müssen ja einfach heben, also ehrlich. Das ist ja nicht... Mhm. Du hast ja mit zwei Löffeln. Mit zwei Löffeln machst du da Gnocchi! Sagt das andere mit zwei nassen Löffeln? Ja, ja, komm. Der einzige nasse Löffel ist mir da in den Ohren rein und heisst Julian Staufer und ist Grafiker bei uns. Nein, Art Director, sorry. Ja. Ah, jetzt habe ich wieder keine nasse Hände. Ja. Der mit den nassen Händen ist ein guter Tipp. Das andere ist das andere Koch. Der wird ja wahrscheinlich schon Koch sein, oder? Das ist. Der Dubs, tschüss, Dubs, ein guter. Bis gleich, schreibt er dann mal. Hast du mir ein SMS geschickt vorher? So, jetzt kommt es. Oh, der habe ich das Gefühl, der verreckt. Oh, der ist. Oh, da haben wir. Eieiei. Jetzt schauen wir mal. Ja, das Wasser habe ich gesalzen, mein guter Freund. Nicht mit. Du, ich mache nicht den ersten. Der schwimmt wieder gut auf. Leck, das ist der Maurerei. Maurer, Säumaurerei, Maurermaur. Was? Maurerei darf man nicht mehr sagen. Nein, es wird ein... Das wollen wir nicht mehr sagen. Ja, nicht, wir dürfen es nicht mehr sagen, wir wollen es nicht mehr sagen. Ja, ich vergesse es amigs. Meine Bünzli-Ausdrücke sind natürlich schon, das kann mir durchaus zum Verhängnis werden, das stimmt, aber das wollen wir wirklich nicht mehr sagen. Das stimmt. Ja, der Tipp mit dem Bachpulver und Kühlschrank für Pulli-Flügeli. Habe ich vom Kenji Lopez Alt. Kenji Lopez Alt von Serious Eats, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe viel von ihm, aber ob es das auch ist. Oder vom Chef John von Foodwishes, habe ich es, glaube ich. Das ist Chef John von foodwishes.com. Wenn ihr den kennt. Gross. Der Melchior fragt, was? Ah, der Philosophie-Teil. Ja, der ist natürlich schon cool, ja. Der ist leider schon cool, der hat er jetzt verpasst. Kunststudenten. Über Kunststudenten habe ich abgezogen. Ja, ja, es gibt immer einen. Es passiert immer etwas da, sage ich jetzt mal. Aber es ist halt spontan, das ist unscripted. Also das Einzige, was scripted ist, ist etwa der Ablauf, wie dass ich koche. Aber ob es dann verreckt oder nicht, oder ob ich irgendwie anfange philosophieren über... Zahlbarkeit von städtischem Wohnen versus der Mobilität von der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Und das kommt halt immer ein bisschen davon. Mal schauen, ob du... Das ist fein.
Schon gut. Die Knödel sind schon fein. Vor allem eine Mischung aus sehr vielen Brötern da drin, oder? Sauerteig, Hefebrot, ein Nussbrot. Naja, der Melcher sagt, ah, du kochst auch, ja? Ja, ja, kochen auch. Ja, es ist ja gut möglich, dass der Melcher natürlich das lust in einem Podcast und dann sind wir natürlich, ja. Du, jetzt hoffe ich einfach mal, dass die Knödel irgendwie gut kommen. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Das ist jetzt echt effektiv ein Versuch. So wie es hier aussieht, sieht es aus wie hingeschissen und hingekotzt. Das muss ich sagen. Da muss jetzt mal so frei sein. Aber mit 3 Eiern bin ich eigentlich safe. Ja. Ah, der Melchior hat meine Aussage in der letzten Folge super gefunden. Ich weiss gar nicht, wo dass ich dort war, dass ich dort schon wieder hergezogen habe. Political Decision Maker oder was? Bewerten. Letztens auf Twitch schaue ich an mich so einen. Der Hassan Abi. Oder Hassan, ich weiß nicht, wie er heisst, von Young Turks. Der ist sensationell. Ich habe die ganzen Wahlen dort drauf verfolgt. Das ist wirklich huere geil. Einfach so einen jungen Linken, der dann einfach so mit der Twitch-Community, wenn ich da koche, schaut er einfach politische Sachen an auf dem Internet und tut sie dann einordnen. Ein Journalist. Wirklich cool. Think Tank, ja, das ist die Kochshow mit inklusive Think Tank. Genau. Ein Süßeli? Nein. Tatsächlich habe ich den mit der Sauce vergessen. Sandro hat gefragt, ob es noch ein Süßeli gibt. Nein. Was man könnte machen, also, ja, vielleicht kannst du mit dem. Ich kann etwas probieren. Sicher. Ja, ja, aus dem Pulli, aus dem Pulli-Fett, dann nachher tue ich die Aschen ausspülen, dann nachher mit ein bisschen Rahm irgendwie, noch ein bisschen Mehl oder so, weiß auch nicht. Mal schauen. Könnte das noch gut kommen, oder? Ja, könnte das noch gut? Ja. Das Philosophenküche. Platon, Bocuse und Balissa. Ja. Oh, da! Ist gut, alles gut. Mal da schnell schauen, ob da. Ja. Yeah. Also, sie bleiben schon am Stück. Ist das ein gutes Zeichen? Im Gegensatz zum Ausgang am 3 am Morgen ist das ein gutes Zeichen, wenn es ein bisschen schraubt. Oh Gott. Drogenanspielungen. Oh, Mass heute, ja. Aber was mit dir kann man es? Der Manu ist ja so, ein fit, gesund, fit, zufrieden. Wenn der mal an einem Bier schmeckt, dann hat er schon einen Rausch. Ja, du bist ja bunt. Ja, genau. Mal schauen, wie es im Pool geht. Oh ja, schau jetzt mal das an. Leck mir am Arsch. Oh, leck. Oh, sorry fürs Fluchen. Jetzt aber. Sollen wir mal schauen. Schauen wir das an. He? Sieht das nicht wunderschön aus da? He? Aber jetzt ist da unten. Ich tue das jetzt da nochmal schnell. Ich glaube, das kann man jetzt wirklich so ein bisschen. Ich tue das jetzt wirklich zurück in der Temperatur. Weil. Ja, ich kann es noch ein bisschen abdecken. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist eben schon genug gut. Da rein. Nein, komm, ich mache das mit der Sauce. Nein, es funktioniert nicht. Das ist ein Brunz. Das wäre eine gute Idee gewesen. Super. Also, ich könnte Gravy machen, einfach mit ein bisschen Mehl und Anke und. Weißt du, so ein bisschen. Aber nicht, ich habe gemeint, du willst es mit dem Chicken Fat machen.
das finde ich nicht geil. Ja, das ist, weil es ist jetzt da, das ist so ein bisschen ausgelaufen und ja. Ja. Machen wir das jetzt nicht mattig da, komm, ich kann doch einfach so ein bisschen Mehlschwitze machen und so, so ein bisschen spuntig. Weißt du, was ich meine? So richtig, oder irgendein Rotwein? Nein, nein. Nein, das Rotkraut hat genug Saft und... Nein, ich lasse sie, komm. Gute Idee war da vom... Wie heisst es? Claudio? Nein, wie? Sandro. Aber habe ich tatsächlich vergessen. Ich bin kein Koch. Das merke ich wirklich, kein Professioneller. Sondern einfach im Hobbybereich. Ich bin halbzeit Philosoph und halbzeit Koch. Ganz Simon. So heisst er noch. So heisst er die Show auch. Das hat einfach wirklich auch irgendwie... Ah. Soll ich das noch machen? Ein Öpfel, ein bisschen klein schneiden, leicht ankaramellisieren. Was? Zwiebeln auch noch? Hä? Ja, 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 jetzt sage ich dir aber etwas. Schau mal das an, da. Schau mal das an, jetzt kommt er nämlich genau zum Einsatz. Der Trippelsäck. Ran an die Säcke. Ja, ganz gut. Machen wir den Trippelsäck. So. Fuck off! Und das da, komm, das ist mir jetzt gleich. Das friss ich alles da, weißt du? Ich habe jetzt keine Lust, da, um irgendetwas noch schälen und so. Jetzt machen wir da ein schönes Säuseli mit dem Trippelsäck da wieder abgelöscht. Mit Grand Marnier, mit dem Trippelsäck wird jetzt da abgelöscht. So, das da ist sie. So. Super gut, Sandro, ja. Danke, Sandro, ja, das machen wir jetzt da. Der super Sandro hat da uns noch schnell... Das so weg da, für das sind wir da in dieser Kochshow, dass wir da euch noch ein bisschen schön involvieren. So, jetzt flambieren wir den Sauhund noch. Nein, komm, ich habe keine Lust, wieder Augenbrauen zu verlieren. Übrigens, wieso sage ich wieder, ich habe in der Pfadi, in einem Pfadi-Lager mit etwa 12 vielleicht, mal schauen, was passiert, wenn man in so eine grosse 1,5 Liter PET-Flasche Muckenspray reinfüllt und dann das anzündet. Und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, weil ihr jetzt alle mittlerweile schon ein bisschen Physik gehabt habt und so, es kommt eine massive Stichflamme. Kommt raus. Und die hat mir dann direkt die Augenbrauen. Und meine damals hat mir die Franzeln, hat mir hinten kurz, aber die Franzeln lang gedreht. Und meiner Mutter war das immer ein Graus gewesen. Das war in den 90s gewesen, oder? Also so etwas würde Julian heute noch tragen. Und nachher sind die Franzeln gewesen. Das heisst, ich bin ins Lager mit Franzeln zurückgekommen, ohne. Und sie war eigentlich Gott der froh gewesen, dass ich mir die drin verbrennt habe, weil endlich die geschissenen Franzeln weg gewesen sind. Und dann, und ich hätte eben auch noch, also die Frisur hast du gehabt und hast eben vorne noch blondiert. Das war der Pinnacle von dieser Frisur gewesen. Das war der absolute Zenit von dieser Frisur gewesen. Und dann hätte ich sollen bei der Frau Hunger wie Durst, die hat so ein bisschen so einen im Hinterzimmer Coiffeursalon gehabt, wo sie so ein bisschen illegal mit Wasserstoffperoxid die ganze Dorf Franzle gemacht hat. Und also ich bin dort hin und nachher habe ich gedacht, yes, jetzt werden die auch noch gefärbt. Und meine Mutter hat gesagt, ich muss die zwei in eineinhalb Stunden abholen. Hat sie sicher bewusst gemacht, weil dann hat es natürlich auf keinen Fall gelangt, um die Franzen zu blondieren. Und ich bin dermaßen ins Loch hineingegangen. Hat mich so angeschissen. Ich habe gesagt, nein, das kannst du vergessen mit Bleichen. Das kannst du vergessen. Ich habe fast angefangen zu brüllen. Auf jeden Fall, so habe ich nie blondierte Franzen gehabt. Aber natürlich, weil der Roberto Baggio damals ein absolutes Ideal war, ein absolutes Vorbild von allen, da hatte ich so eine Zündschnur hinten runter. Kennst du die noch? Kennt ihr die noch? Also die Roberto Baggio Zündschnur. Richtig gut gewesen. So, jetzt Bouillon. Aber Tomatenmark hat er auch noch gesagt. Tomatenmark ist das etwas, ja.
Ich habe einfach so ein Glas von meiner Bundeswehr, mache wieder Werbung da für die. Die könnten mir eigentlich auch mal einen Vertrag anbieten. Ah. 15 Minuten, ja, würde ich sagen, haben wir noch etwa. Wo haben wir denn jetzt da? Nein, wo ist jetzt da meine Suppe Bouillon? Ja, das ist, wenn man Mitbewohner hat, die nicht so richtig wissen. Also es geht ja eigentlich schon, aber... Oh oh. Es tut noch Lampen im Hause staufen. So. Das ist sensationell. Ah, Kuster Sirocco an der Landesausstellung 1954 hat sie einen Preis gewonnen. Und im 1964... Ja, die ist von Amerika, ja. Und lustigerweise sind das auch die Sirocco Teebeutel machen. Das sind die gleichen. Kaffee auch. Ja. Aus Amerika bist du nicht aufgewachsen, Julian, ja? Ah, okay. Oh, jetzt kocht's, das darfst du nicht. Was? Ah, ich bin Hippie-Kommune, ja. Der Julian wohnt in so einer Hippie-Kommune. So. Das darf ich natürlich auch nicht kochen, da. Das muss jetzt sofort vom Feuer nehmen. So, schau mal. Sandro ist ein Typ war. Naja, kommt gut. Können wir das noch glauben? Bist du noch oben, Julian? Naja, schon noch da. He? Das hat so nicht mehr getönt. So, ich schnell den Pulli schauen. Ja, jetzt ist es super. Jetzt müssen wir es abstellen. Schnell irgendwie ein bisschen hoch und ab. Ich nehme es gerade schnell wieder raus. Ja, sorry, jetzt komm ich in Stress. Ich komme in Stress! Schau jetzt mal da so. He? Sieht das nicht sensationell aus? Sieht das nicht fantastisch aus? Jetzt tun wir das ein bisschen... Ja. Ich stelle einfach den Ofen ab, dann hängt es das da rein noch ein bisschen. Chillt es noch ein bisschen in his own juices. Gin and juice. So. Die haben wirklich so ein bisschen garamellig. Wie nennt man das anbringen? Kann man wirklich nicht mal ein bisschen hier, Sautöfte. Was sehen die Knödel? Sehen super aus. He? Ja. Was machen wir den da noch? Man hört es nicht so richtig, wenn man. Ich weiß, Audio-Polypöte ist da natürlich auch überhaupt nicht. Obwohl ich so ein Audio-Ficker bin und die ganze Zeit sage Audio, ist in meiner eigenen Kochshow eigentlich auch nur ein Mittel. Aber da so ein handgemachtes Ding ist die Ton-Bildschere nicht so gross. Ja, wenn ich sagen dürfte, hätte zu können dürfen, Und das ist der Bruder. Nein, jetzt ist noch abgelöscht mit ein bisschen Grau-Marnier. Das ist eine ganz rassige Idee, weil wir haben dann haben wir dann noch so ein bisschen Zitrusnoten drin. Ah, Butter zu den Äpfeln, ja, das stimmt. Dann noch eine... Ah, stimmt, Butter, ja, danke Sandro. Natürlich, ja, das andere soll nicht nerven, das andere nervt nicht, das andere hat natürlich die geilen Ideen. Ist natürlich klar, oder? So. Der größte Lauf im ganzen Loch. Ah, jetzt wird es natürlich da noch so ein bisschen browned butter-mässig, he?
Ja, jetzt kommt es gut. Schau mal. Jetzt können wir aber hier wieder ein bisschen abstellen. Jetzt löschen wir den Sauhund mit Grandmarnier ab. Boom, boom. Triple Sec Likör Orangeau habe ich hier frisch reinbestellt bekommen. Ist mir angetragen worden von meinem Kumpel, der gesagt hat, dem ist mir der Knalli richtig. Also, zum Kochen einfach. Wunderbar. Wunderbar. Fühlt man sich sogar noch halb zischen. Das ist schon geil. So. Na geht's. Richtig gut. Jetzt löschen wir das hier noch ein bisschen ab. Au! Natürlich ist es gekocht. So. So. Das ist etwa Bier. Ganz gut. Ganz gut! Leck doch mir, du! Noch zwei Spritzer von dem rein. Leck, Sandro, du! Ach, wo warst du? Da unser Culinary Advisor, hä? Schon rein, schon drin. Ja, da hat es ihm schon genug da beim Bouillon. Bouillon? Ficken, ja, das war eine sau dumme Idee mit dem, ja. Voilà. Wunderbar. Dann mal schnell ein bisschen einkochen, den Sauhund da. Und da können wir aber das Poulet jetzt rausnehmen. Da ist es einfach alle. Simon, gesund mit X, ja. Der Julian sagt, er hat gar keinen Hunger mehr, wenn er so kocht. Aber ja, jetzt ist er mich einfach ein bisschen auch so oben runtergekommen. Au! Shit! Alle drei Ofenhändchen auf einem Haufen. Habe ich gesagt? 20 ab. Absolut perfekt. Die Polizei weiss, wie schön der geht. Die Polizei macht jeder natürlich schon. Ja. Der Vogel. Ja. Es wohnen zwei Vöglein Hochzeit feiern tief im dunklen Wald. Alalala, alalala. Das ist die Idee von dem Stream. Oh, das kommt aber ganz gut zu dem, was ich dir jetzt gerade sagen. Das Äpfelsäuseli zu dem Poulet. Also. Wie mache ich jetzt das? Ja. Das wird jetzt jeder noch sehen, natürlich, oder? Ich habe noch gesehen, wie ich das einen Teller anrichte. Ja, vor allem, wenn ich das Pulli noch aufschneide, oder? Das ist das. Ja, komm, ich tue einfach einen Schenkel abschneiden und den Rest mache ich nachher. So. Das geht ja meistens sowieso. Ja. Vielleicht habe ich es etwas zu wenig lange jetzt liegen gelassen. Weisst du, ich kann Stahlfinger, das macht mir nicht so viel. Ah! Oh! Ich weiss, jetzt kommt das andere mit dem Tipp, wie dass man es aufschneiden muss. Das weiss ich auch! So, komm. Da, durch. Gut. Wie geht's da? So, ne, kommt gut. Dann kann man jetzt muss. Der Teller liebt, ist bereit. Ich sehe das Problem gar nicht. Der ist ja bereit. Machen wir das so. Schau jetzt. Ah! Moment. So. Das ist da schön drapiert. Weißt du, jetzt machen wir da noch schnell ein bisschen so, oder? Sieht es wie so, als hättest du wirklich etwas geleistet. Als wäre das Schenkel extra auseinandergeht. Nehmen wir da den Schaumlöffel.
Oh. Ja, mal schauen. Jetzt. Mama, kommt schon gut. Mama. Das ist schon gut. Es war nur gerade der. Schau, der da ist gut. Der ist gut. Dreht es einfach ein. Dreht das jetzt einfach ein. Das ist vom Schiff aus, oder? Der ist auch heiß. Was? Wieso? Wie sollte der sein? Ja, müssen wir ihn noch ein bisschen anbrünen, irgendwie, oder was? Nein, komm. Machen wir noch so eins drauf, das sieht ein bisschen... Er macht optisch etwas her, hat aber gar nichts mehr drin. Dann kommt das da noch. Das Rauchhaut ist weniger zusammengefallen, als ich gedacht habe, aber... ich meine, ich kann es jetzt eine Stunde drauf haben, also... Fackt nicht alle. Ja, man sieht es schon. Was machen wir dann auf dem Söseli? Leute, die Söseli sagen, könnt ihr einfach auch zum Teufel jagen, ehrlich. Oder? Söseli kommt jetzt auch noch. Ja, jetzt hat der Sandro gerade Söseli gesagt. Ja, sorry. Sag ich jetzt dann auf dem Söseli drüber. Hä? Und dann einen ansprechenden Teller. Also machen wir es so etwa, hä? Also, dann verabschiede ich mich bis am Montag. Schön sind ihr alle dabei gewesen, vor allem sind ihr so lange dabei gewesen und haben mir Tipps gegeben. Am Montag machen wir wieder am Elfi. Dann weiss noch nicht, was wir kochen, aber wenn ihr irgendeine Idee habt, schreibt es doch unten rein. Und ich bin immer offen für Tipps. Wenn ich es im Haus habe, mache ich es. Jetzt wird das Söseli, wo mir das andere gesagt hat. Tschüss miteinander, bis dann, schönes Wochenende.